Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Leider muss ich beim Kundenservice anrufen und jetzt hänge ich schon seit 10 Minuten dort in der Warteschleife. Alle paar Minuten sagt eine monotone Stimme, Ihre Verbindung wird gehalten. Noch 5 Anrufer sind vor Ihnen in der Leitung. Dazwischen erklingt ein Gedudel, das die Gabe hat, einen schon nach wenigen Sekunden aggressiv zu machen. Ich warte also, gleichzeitig beschäftigt und absolut untätig. In den letzten Monaten, ja schon fast Jahren, habe ich mich manchmal wie in so einer Warteschleife gefühlt. Warten darauf, dass die nächste Welle endlich abflacht. Warten darauf, dass diese Ausnahmesituation endlich zu Ende geht. Aber sie zieht sich und sie zieht sich. Und ich frage mich, wie viele Wellen sind denn noch in der Leitung vor mir? 3 oder 4 oder ist das die letzte? Es nervt, es macht zunehmend aggressiv. Es gibt ja sogar schon ein neues Wort dafür, wütend, müde und wütend zugleich. Das 100. Hygienekonzept geschrieben, die pausenlose, sich immer wiederholende Debatte, die ständigen gegenseitigen Schuldzuweisungen und man selbst ist dem irgendwie ausgeliefert, ohne viel tun zu können, außer eben vernünftig sein, seinen Beitrag leisten und warten. Unser Predigttext heute, der ist in eine Situation hineingesprochen, in der ein ganzes Volk völlig am Boden war. Viel schlimmer, als es uns derzeit geht. Vielleicht vergleichbar mit der Situation in Deutschland nach dem Krieg. Die Israeliten wurden damals von den Babyloniern überrannt und jetzt sind sie tributpflichtig und müssen Reparationszahlungen leisten. Große Teile der Oberschicht sind deportiert worden und der König ist eine von den Besatzern eingesetzte Marionette. Jetzt sitzen sie also fern von zu Hause in Babylon und sind der Situation gegenüber völlig machtlos. Sie können nur abwarten und ihre Wunden lecken und darüber nachdenken, wie das alles bloß passieren konnte. In diese Situation hinein spricht jetzt der Prophet Jeremia. Jeremia, der war so ein bisschen etwas wie der Karl Lauterbach seiner Zeit. Ein beständiger Mahner, der ihnen bereits all das angekündigt hatte, was dann passiert ist und auf die Probleme und die Konsequenzen immer wieder hingewiesen hat. Er hat genervt, man kann ihn nicht mehr hören, aber er hat meistens recht. Er erhält Todesdrohungen und er verzweifelt auch an der Unvernunft der Machthaber. Er hat einen undankbaren Job, der Jeremia. Meistens findet er also warnende Worte, mahnende Worte, diesmal aber findet er seltene, aufbauende Worte des Heils. Die lese ich Ihnen jetzt vor. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Er soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Jeremia gibt jetzt also seinem Volk, das am Boden liegt, etwas, an dem sie sich festhalten können in ihrer Wartezeit. Er sagt, es werden andere Zeiten kommen, bessere Zeiten. Ihr werdet wieder zurückkehren können nach Hause. Und dort werdet ihr dann sicher wohnen können. Und ihr werdet einen neuen König bekommen, einen, der nicht seine eigene Gerechtigkeit sucht, sondern die des ganzen Volkes. Da ist ein Wortspiel drin, das wir im Deutschen nicht erkennen. Der damalige König hieß Zedekia, das bedeutet, Gott ist meine Gerechtigkeit. Und
Jeremia sagt jetzt hier, Gott schenkt uns einen König, dessen Name ist, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Damals hatte für die Israeliten im Exil die Wartezeit nach 80 Jahren ein Ende, das wissen wir heute. Unter König Kyros durften sie dann wieder nach Hause zurückkehren und ihr Land wieder aufbauen. Für sie war er also dieser König der Gerechtigkeit, der sie heimgebracht hat und der diese Prophezeiung zur Erfüllung gebracht hatte. Aber später wurden Jeremias Worte auch als Verheißung für den kommenden Messias verstanden. Und so ist dieser Text für uns als Christinnen und Christen ein Hinweis auf Jesus Christus, unseren König der Gerechtigkeit. Deshalb ist er auch heute Predigttext. Wie sehr sich allerdings dieser Jesus damals von den Vorstellungen, die man vom Messias hatte, unterschied, das ist uns heute manchmal gar nicht mehr so sehr klar. Die Erwartungen an den Messias damals waren hochpolitisch. Und das spürt man an der Geschichte vom Einzug in Jerusalem, die wir gerade gehört haben. Oder das erkennt man auch im Verrat des Judas, der das wahrscheinlich getan hat, weil er geglaubt hat, er würde Jesus auf diese Weise aus der Deckung zwingen, damit er endlich den Aufstand gegen die Römer wagt. Doch, wie wir alle wissen, Jesus widersetzte sich all diesen Erwartungen. Er richtet kein Königreich auf, wie das Volk Israel dies von der Königsherrschaft von großen Königen wie Saul oder David oder Salomo gewohnt war. Und trotzdem redet er von seinem Königreich und sagt immer wieder, es sei nahe herbeigekommen. Und er verkörpert auf andere Weise Gottes Gerechtigkeit. Anstatt zu strafen und die Dinge wieder mit Gewalt zurechtzurücken, erträgt er stattdessen unsere Ungerechtigkeit am eigenen Leib. Und auf diese Weise macht er uns vor Gott gerecht. Das ist die gute Nachricht, die wir hier immer wieder verkünden, dass Gott uns gerecht macht durch Jesus Christus, der unsere Schuld am Kreuz trägt. Und dass er damit uns den Himmel aufschließt und uns eine ewige Heimat eröffnet. Er schafft uns Gewissheit, dass wir vor Gott gerecht sind und bei ihm am Ende wohnen werden. Das ist eine schöne Botschaft. Und sie tut gut zu hören. Aber andererseits ändert sich augenscheinlich erstmal nichts an der aktuellen Situation in der Welt durch diese Botschaft. Der grundlegende Wandel bleibt mit Jesus aus. Und Jesu Verheißung einer Ewigkeit bei Gott hat so ein bisschen auch das Geschmäckle einer Vertröstung. Nach dem Motto, wir haben ja hier keine bleibende Stadt, also warten wir darauf, dass das hier alles vorbeigeht, bis wir endlich in unserer himmlischen Heimat landen. Diese Tendenzen hat es auch immer wieder in der Kirchengeschichte gegeben, dass sich Leute aus der Welt zurückgezogen haben, gesagt haben, wir machen hier unser eigenes kleines Ding und wir warten darauf, dass wir in unserer himmlischen Heimat ankommen. Aber wenn man Jesu Botschaft so versteht, glaube ich, hat man sie missverstanden. Er hat immer auch gesagt, dass sein Reich nicht nur kommt, sondern dass es schon jetzt beginnt. Also es ist seine Gleichzeitigkeit, es kommt noch, aber es hat hier schon angefangen, auch wenn das Leben ein Warten darauf ist. Jesus hat zwar keine politischen Veränderungen gewirkt, aber er hat Menschen ganz grundlegend verändert. Und es fasziniert mich immer wieder, es waren nur ganz wenige. Mit ganz wenigen Menschen hat Jesus intensiv Zeit verbracht und sie hatten eine große Wirkung. Die Verheißung, die er über ihr Leben gestellt hat, die hat sie verändert und sie hat sie aktiv gemacht, selbst für Recht und Gerechtigkeit einzustehen und sein Königreich unter die Leute zu bringen. Sie hat also nicht vertröstet, sondern getröstet. Sie hat geholfen, auszuhalten und damit die Möglichkeit geschaffen, aktiv zu werden und an Veränderung mitzuwirken. Jetzt sind wir wieder im Advent gelandet. Sie wissen sicher, dass Advent Ankunft heißt. Es ist eine Wartezeit auf die Ankunft Jesu. Aber es ist auch eine gestaltete Wartezeit. Also das können wir gut. Wir können den Advent als Wartezeit gut gestalten.
Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon die erste Kerze auf Ihrem Adventskranz angezündet haben, ob manche schon das erste Türchen bei Ihrem Adventskalender öffnen durften, ob Sie schon geschmückt haben, den Stern aufgehängt haben. Im Idealfall ist die Adventszeit eine schöne und eine besinnliche Zeit, die wir uns verkürzen, die Wartezeit mit eben Adventskranz, Adventskalender, Plätzchen, Glühwein und anderen schönen Dingen. Der Advent ist noch nicht das eigentliche Fest, das kommt ja dann mit dem Weihnachtsfest, aber das heißt ja nicht, dass die Wartezeit davor passiv ausfallen muss oder ätzend sein muss, sondern wir gestalten sie ganz bewusst als schöne Wartezeit, als Zeit der Vorfreude. Und so ganz ähnlich ist der Gedanke auch, den Jeremia an sein Volk heranträgt. Er sagt ihnen, gestaltet die Wartezeit, die ihr jetzt habt in diesem fremden Land, sinnvoll. Er schreibt, so spricht der Herr zu allen Verbannten von Jerusalem nach Babel, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten, nehmt Frauen, zeugt Söhne und Töchter und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Also auch in der Gefangenschaft, auch in der Wartezeit hat das Volk Israel eine Bestimmung, einen Auftrag und eine Perspektive. Es soll sich für das Wohl der Stadt einsetzen und nicht in Resignation verfallen. Das Exil wird ein Ende haben und sie sollen hier aktiv werden mit dieser Verheißung vor Augen. Und das ist es, wofür Verheißungen da sind. Es sind keine Vertröstungen, die uns passiv werden lassen sollen, dann sind sie falsch verstanden. Sondern sie sind auch nicht dafür da, dass wir uns wegträumen damit aus der Wirklichkeit. Sondern es sind konkrete, es sind erwartbare Hoffnungen, die zum Handeln treiben. Verheißungen helfen, dass Wartezeiten nicht untätig über sich ergehen gelassen werden, sondern um sie aktiv zu gestalten, wie wir das im Advent ja schon tun. So auch die Wartezeit unseres Lebens. Gottes Verheißung, Gottes Versprechen für unsere Wartezeit ist ziemlich schlicht in diesem Advent. Es ist die ganz simple Botschaft, die das Kind in der Krippe uns jedes Jahr wieder vor Augen führt, dass Gott nahe ist. Dass Gott involviert ist in diese Welt, im Kleinen und im Unscheinbaren. Und es ist keine Garantie dafür, dass es nicht schwierig wird, dass es nicht Verzicht oder auch Leid bedeutet. Dem ist er ja auch nicht ausgewichen. Und es kann eben auch bedeuten, dass wir ihm auf diesem Weg nachfolgen. Aber egal was kommt, das gilt. Gott ist nah. Gott ist nah. Bewahrt uns nicht vor dem Bösen, sondern er bewahrt uns in dem Bösen. Gott bleibt nah. Oder wie es in den Worten vom Anfang heißt, ihre Verbindung zu Gott wird gehalten. Komme, was will. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.